Januar 2021. Was machen die lichten Menschen, die die Wahrheit wissen, die alles wissen, warum ein Großteil der Menschen nun hinweggerafft werden muss? Was machen nun diese wissenden, lichten Menschen mit sich jetzt? Es gibt nur eins, was ihr machen könnt. Geht in kleinen Gruppen zusammen, kommt ab und zu und erneuert euch, macht euch stark. Geht im Gottvertrauen, in der Überzeugung, dem Lichte zu dienen. Geht als Lichtsäule durch die Welt. Geht als Lichtsäule zueinander und lädt euch dauernd auf, miteinander. Es muss ein reges Miteinander aufleuchtend sein. Ein Miteinander aufdanken von Energie. Sucht diese kleinen Gruppen in eurem Kreise und trifft euch. Es ist wichtig, dass ihr euch findet im gleichen Reden, in der gleichen geistigen Verfassung. Zu weit ist der andere Mensch, zu weit weg, als dass man ihn ins Boot nehmen kann. Er versteht es nicht mehr, aber ihr, die ihr dem Lichte zustrebt, die ihr schon vieles erfahren habt über das Licht, ihr, die vielleicht schon eingeweiht seid oder schon erleuchtet seid, gewesen seid, weil die Erleuchtung, die bleibt ja nicht ewig, die kommt und dann geht sie wieder. Die Erleuchtung sagt nicht, dass jetzt der Strahl ewig bleibt. Die Erleuchtung sagt nur, hier bekommst du, Mensch, eine Erleuchtung, ein Licht von oben. Walte es in dir, verwalte es so, dass du immer daran zehren kannst. Wir sind immer für dich da. Das ist die Erleuchtung. Es ist nicht mehr und nicht weniger. Also ein Verwalten der hohen Lichtkraft. Wie kann ich Lichtkraft verwalten? Ich kann sie verwalten nur in Reinheit meiner Gedanken. In dauernder Reinheit auch gegenüber Mitmenschen. Dass ich sofort erkenne von Sympathie, was der andere ausstrahlt. Ja. Das ist die Lichtkraft Gottes. Es ist Gottes Kraft, die uns umgibt. Wir werden uns stärken müssen, immer mehr, in der Gruppe oder einzeln. Wir müssen uns stärken und immer mehr zusammenkommen. Kraftvoll sein, auch im Gebet zusammenkommen, damit wir immer wissen, wie der andere denkt, damit er mitkommt, dauernd mitzieht, gegenseitiges Mitziehen in dieser schweren Zeit. Und die Zeit wird noch schwerer, sie wird noch schlimmer werden. Ihr werdet nur noch die Köpfe schütteln über das, was die Masse an sich ergehen lässt. Schaut nicht darauf, ihr habt anderes zu tun. Ihr könnt das nicht aufhalten. Das ist ein Bollwerk, was entgegenrollt in dem riesigen Räderwerk Gottes. Ist das Dunkel ein Bollwerk. Aber es wird zerdrückt, zermalmt vom riesigen Räderwerk des Schöpfers. Ihr steht am Rande. Ihr nehmt auf die Menschen, denen es noch wert ist, zum Aufschauen zum Licht, denen es noch wert ist, in sich Sehnsucht zu erlangen. Für die Menschen sind wir da, für die sollen wir da sein. Ja, es ist ein Gebot.
Wir müssen für diese Menschen da sein. Es ist ein ungeschriebenes Gebot, dass wir in dieser Wachsamkeit sind und in diesem Licht stehen, müssen wir auch denjenigen noch helfen, die noch auf dem Weg sind. Also tun wir es. Sie sehen die Lichtsäule in uns. Sie sehen es. Denkt ja nicht, dass man euch nicht sieht. Man sieht euch. Denn ihr seid anders. Und dieses Anderssein sieht der andere Mensch. Und er soll es auch erfahren dann. Nicht alle natürlich, die schon verloren sind oder die schon aus Dummheit der Masse folgen. Es sind Einzelne, nur Einzelne, denen wir etwas bedeuten. Und wenn wir das spüren, dann soll ein offenes Wort die Verbindung herstellen. Ja, die Worte verleihen Kraft. Gebt den Menschen die rechten Worte jetzt. Wählt die Worte so, dass ihr sie immer bereit habt, dass ihr immer in gewisser Anspannung seid. Nicht lau und lässig, sondern in Anspannung, die dem anderen hilft, der diese Worte empfängt. Und wenn nun Menschen zu euch kommen, die glauben, sie sind schon sehr weit, dann hört sie einfach mal an. Dann hört sie an, was sie zu sagen haben. Und sie sehen dann die Lücken. Ja, ihr seht die Lücken dann und dann hilft ihnen. Habt die große Geduld, ihnen dann zu helfen dort, wo die Lücke ist, nicht mehr. Das ist schon viel. Ja, so sollen wir in der Seele helfen und die Menschen geistig führen. Als Lichtsäulen hier auf der Erde stehen, in alle Ecken der Welt. Auch wenn wir jetzt gebunden sind, aber bald gehen die Grenzen auf unter Getöse und dann haben wir viel Arbeit. Jetzt ist eine Übergangszeit, wo jeder noch in Ruhe in sich kehren kann, was er zu tun hat. Jetzt kann jeder noch in Ruhe zu sich gehen, in sich, und hat die Möglichkeit, in der Ruhe seinen Körper noch umzubilden. Denn auch der Körper muss umgebildet werden für die neue Zeit. Denn so viel Lichtdruck kann der normale Körper nicht aushalten. Also legt euch einmal im Tag hin, eine Stunde, wenn ihr könnt. Und wenn es die Mittagspause ist, legt euch hin, damit sich euer Körper jetzt umwandeln kann. Er muss umgewandelt werden, weil er so viel Licht nicht ertragen kann, was jetzt herabströmt zu uns auf der Erde. Es ist so viel Lichtkraft, die nötig ist, um die Wandlung herbeizuführen auf dieser Erde. Ohne diese ging es nicht. Dazu ist auch der große Komet, der blaue Komet, zuständig, der in weiter Ferne einwirkt. Er ist so riesig, er kann gar nicht so weit so näher kommen. Aber ich auf seiner Bahn, wo längst die Erde sein müsste. Ja, sie hat noch einen weiten Weg, die Erde, auf diese Bahn, aber sie ist auf dem Weg. Ja, ich könnte noch lange reden. Was bringt es? Ihr müsst nun handeln. Ihr müsst nun handeln in allem, was ihr erkennt, was ihr erlebt. Ihr müsst darin, im Erleben, müsst ihr nun in die Handlung gehen, damit es euch in die Erkenntnis kommt. Die Erkenntnis ist alles. Das ist die Größe eures Geistes, die alles überdauert hier auf der Erde. Die Erkenntnis überdauert alles hier auf der Erde. Und habt ihr reine, gute Erkenntnis gesammelt und wart ihr mutig, tapfer, wahrhaftig, dann kommt diese Kenntnis gebündelt in eurem Geiste zum Vorschein. Und sie wird immer da sein, auch wenn ihr von dieser Erde gehen müsst.
dann werdet ihr auf lichteren Höhen, auf lichteren Inseln wiedergeboren. Ihr dürft eintauchen in eure Erkenntnis und ihr seht, das bin ich. Ja, nehmt diese Erde nur als Übergang. Nehmt es nicht so straff auf dieser Erde. Aber hilft den wenigen, die noch da sind, die zu Gott aufschauen. Hilft denen. Das ist ein Gebot. Das ist ein Schöpfungsgebot. Hilft ihr nicht im wahren Sinne, so könnt ihr auch angegriffen werden vom Dunkel. Seid wachsam, Menschen. Seid wachsam jetzt wie noch nie auf dieser Erde.